Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Der Legend of Zelda Minishcap. Wir müssen mit der Ollen hier reden. Sei gegrüßt. Wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch dass Fati Böses Tod hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Fatis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass Fati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur auf aufs Dach. Alles klar, danke. Hey, ich darf jetzt durch. Ja, gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht, den Palast zu erforschen. Bist du gerade durch mich durchgelaufen? Alter, was ist denn mit dir los? Rennt ihr einfach durch uns durch. Oh, hier gibt's doch Feen oder so, ne? Ja. Oh, Leute. Der letzte Palast, so gesehen. Da ist eine Maus im Bild. Ei, sowas. Wer hätte gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist? Diese Höhe, da zittern mir die Knie, wenn ich welche hätte. Doki, gib Acht, wo du hintrittst. Hier fällt man leicht ziemlich tief. Okay. Und hier, Leute, bekommen wir auch unseren letzten, vorletzten eigentlich, Gegenstand. Und ja, da freue ich mich schon. So, achso, nee, das müssen wir nicht machen. So, so, kann man... Ja, kann man, okay. So. Wir nehmen mal die Pfeile. Zack. Ah, Nase juckt. Ja, so. So müssen wir noch was vorbereiten. Eieieiei. Geh weg, Alter. Ach, als ob ich da runtergefallen bin. Wow. Ich bin der Main, Leute. Gut, wir müssen uns jetzt... Ja, wir müssen uns jetzt klonen und... Ja, yeah. Okay. Weiter geht's. Ich sag dazu mal nichts, ne? Das war halt echt einfach dumm. Lu? Endlich. Okay, so, jetzt nicht nochmal rollen. Oh, diese Dinger explodieren, wenn wir drauf treten oder drauf drankommen. Sag ich mal. Oh, ah. Oh. Was war genau? Alles klar. Da habe ich den Damage kassiert. Ah, super schnell. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Oh. So, ich glaube, die bringen uns auch nichts, wenn wir die alle besiegen. Das sind ganz weiche Wolken. Das macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Das, ja, doch, glaube ich auch. Zack. Hier lang. Oh, nee. Warten. Warten, warten, warten. Zack. Okay, Totenköpfe. Wir geben uns Herzchen. Sehr schön. Okay, ich musste, wie es aussieht, eine Bombe legen. Oder hätte ich da oben einfach irgendwas hinschießen können? Ein Pfeil oder so. Nee, hätte ich tatsächlich nicht. Okay. LOL. Ich dachte, die tauchen immer auf dem gleichen Fleck auf. Okay, die haben wir. Jetzt kommen noch mehr.
Okay. Den haben wir auch. Den auch. Und den auch. Noch mehr. Okay. Au, au, au. Ich krieg zu viel Damage, Leute. Okay. Hui. Das war gerade ein schöner Endkill. Double Kill. Der Greifenmantel, Leute. Mit ihm kannst du fliegen. Je länger du den Knopf gedrückt hältst, desto weiter fliegst du. Und jetzt könnten wir theoretisch schon einiges mehr machen in diesem... Beziehungsweise, ja, in dem ganzen Spiel halt. Aber... Aua. Aua. Mann. Ja, das machen wir nach dem Dungeon halt. Erstmal wollen wir uns hier noch ein Glücksfragment, okay. Kann ich hier... Nee. Sah so aus, weil hier... Ne, seht ihr? Ah. Wir können auch, mit Hilfe des Greifenmantels und den... Aua. Die Pegasus-Stiefeln. Weiterspringen. So, bin ich der Meinung. Zack. Also einmal kurz drauf tippen auf den Knopf, wo wir den Greifenmantel haben, ist halt einmal kurz springen. Und gedrückt halten ist halt... Ich war gerade der Meinung, ich springe mit R. Ist halt dieses Fliegen, oder dieses Gleiten. Au, au. Mann! Geh mal aus jetzt! Hallo? Nee, dann nicht. Nee, dann, nee, ich will nicht. Tschüss! Zack! Okay. Ach, der Greifenmantel, Leute. Eine schöne, schöne Sache. Ich liebe den Greifenmantel. Allgemein, ich liebe auch in den ganzen anderen Zelda-Teilen. Die Feder. Ich liebe sie. Es ist das beste Item in Zelda. Zack. Oh Gott. Aua. Schild. Zack. Okay, einfach runtergekickt. So, Mantel. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Es wird ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegboosten. Mach ich nicht. Schnell, schnell. Und hier müssen wir uns wegpusten lassen. Verdammt! Ey, das ist unfair. Wir können gegenrollen, ne? Wow. Okay, das war... Uiuiui, das war knapp. Ah, okay, Moment. Nein! Oh! Das war knapp. Alles klar, okay. Ach Gottchen. Ich habe gerade nicht so viel dazu erzählen, ne? Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Ja, das hatten wir doch eben schon mit der Truhe. Warum hast du es da noch nicht gesagt? Hallo? Rubinstehler. Ach. Warum habe ich den besiegt? Ich brauche keine Rubine mehr. So, hier müssen wir jetzt warten, bis eine Plattform kommt, genau. So, Leute, ich kann euch jetzt schon mal verraten. Wenn wir... den Dungeon hier komplett haben, werden wir noch nicht alles machen können. Leider. Also die komplette Welt erkunden. Wir müssen einmal wieder ins Schloss und unser Schwert vereinen mit dem letzten Element. Das Problem dabei ist, danach kommt halt erstmal die Situation, dass wir dass das Fati das Schloss verwandelt. So gesehen. Wisst ihr? Und das ist halt echt... Ja, schlecht. Was? Meine Klone können das nicht? Oh. Und deswegen müssen wir uns halt erstmal durch die Hälfte des Schlosses durchschlagen. Damit wir wirklich wieder aus dem Schloss hinaus können. So. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also Fati... Ja, lässt das Schloss verwandeln in ein, ich sag jetzt mal... dunkles Schloss. Und... Aua. Geh weg. Geh weg. Knapp, knapp, knapp. Oh, okay. 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 Diese blöden Raben, ne? Und das ist dann so gesehen unser letzter Dungeon.
Aber wir können halt noch nicht vom Anfang raus, weil wir davon gleich von der heiligen Stätte reingeschmissen werden und den Ausgang erstmal irgendwie erreichen müssen. Ich bin halt der Meinung, dass wir dafür die Hälfte des Dungeons machen müssen, oder des Schlosses halt. Es kann aber auch sein, dass ich mich irre und wir schon recht schnell zu dem Punkt kommen, an dem wir den Dungeon wieder verlassen können. Aber das ist halt, wie gesagt, weiß ich nicht hundertprozentig. Bin doch ich hab meinen Knopf gedrückt. ja. Okay, hierauf, hierauf. Und hierauf stellen, denn dann machen wir eine Wirbelattacke. So, und danach, wenn wir dann das Schloss wieder verlassen haben, sag ich mal, dann, Leute, dann können wir erstmal komplett das Spiel beenden. So, dann können wir erstmal, ja, uns durch die Welt strugglen. Ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Nein, habe ich nicht, okay. Die restlichen Herzteile suchen, mit jedem noch Fragmente vereinen, dies, das, Ananas, alles Mögliche machen. Oh, das war knapp. Und das werden wir dann auch. Also das Finale kommt halt echt erst dann, wenn wir das Spiel ansonsten hundertprozentig durchgespielt haben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, Pfeile, zack. Ah, okay, wir bekommen hier den Schlüssel. Achso. Das wusste ich nicht mehr. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Aber gut zu wissen. Schön. Dort bekommen wir den Schlüssel. Zack. Und können jetzt hier durch die Tür. Okay. Hier gibt es auch wieder ein Herzteil. Ne, zwei, oder? Eins? Ich glaube, ich bin mir in keinem Dungeon sicher, wie viele Herzteile es eigentlich gibt. Das war fast geil. Yeah. Das war stylisch. Wie musste ich hier nochmal so schieben? Okay. So schieben, alles klar. So, hier müssen wir jetzt nochmal von dem Wind Gebrauch machen. Ich bin noch gesprungen. Oh, lol. Hui! Das ist so geil, Alter. Das ist einfach geil. Einfach geil. So, da ist ein Lakito, den ignorieren wir. Hier sind noch zwei Lakitos, die ignorieren wir auch und springen einfach weiter, denn es gibt hier eigentlich nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier auch kein Kompass und so gibt, oder? Ja, hier mussten wir nach ganz oben springen, um die richtige Höhe zu erreichen. Damit wir hier, okay, rüberkommen. Und hier sehen wir schon, rüberspringen! Und hier, ja, wieder das gleiche Prinzip wie eben, richtige Höhe erreichen und sicher landen. So, das Herzteil, was wir unten eben gesehen hatten, das bekommen wir später noch. Den Weg haben wir jetzt noch nicht dorthin, so gesehen. Och Gott, jetzt kommt die. Scheiße, die Wand dann. Au, Alter! Der hat eine fette Kugel. Ah, au! Okay. Okay, den haben wir, alles klar. Okay, jetzt brauche ich auch den Greifmantel nicht mehr. Sorry, dass ich gerade ein bisschen still war. Ich musste mich ein wenig konzentrieren. Okay. Puh. Ein kleiner Schlüssel. Eieieiei. Sieht übrigens so aus, als würden wir den Part schon, den Dungeon schon fast komplett haben, ne? Aber Leute, das dauert noch ein bisschen. Das dauert echt noch ein bisschen. Okay, da müssen wir später hin. Warum bin ich da? Was? Hab ich das denn gerade gemacht? So Leute, hier, ganz wichtig, einen Krug behalten, damit wir den auf eine Platte schieben können, weil wir können uns nur klonen, sodass wir drei sind. Nicht vier. Und zack. Yeah. Herzchen.
Hören wir auf? Ja, wir hören auf zu piepen, endlich. Oh, das ist das Piepen, ne? Das ist das mit das Schlimmste. Ey. Oh, ich... Mann. Okay, jetzt kommen erstmal Gegner. Komm, sprint auf mich. Genau. Sehr schön. Okay, du auch. Okay. Sehr schön. Ich bräuchte vielleicht eine Fee. Das wäre eigentlich recht nett. Tschüss. Springt er erstmal in seinen Tod, ey. Kein Herz. Oh. Ach genau, in der Truhe, die wir eben gesehen hatten, war der Schlüssel drin. Natürlich können wir die von der anderen Seite nicht öffnen. Ha. Stimmt, da war ja was. Ach Mensch. So, ach. Schon der große Schlüssel, Leute. Wir haben echt keine Karte oder einen Kompass, ne? Aber das gibt's doch hier. Das gibt's doch hier, oder? Bin der Meinung... Oder? Herzchen! Oh! Ich wiederhole mich möglicherweise, aber ich leide an ein kleines bisschen unter Höhenangst. Andererseits, da unten. Doki, genau, vor deiner Nase. Wagen wir es dennoch? Ja. Es sieht zwar so aus, als wären wir jetzt schon beim Boss, aber das ist nicht. Dem ist nicht so. Zack. Zack. Okay. Zack. 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 Das war knapp. Okay, wir haben ihn. Nicht. Okay, ich dachte gerade, ich komme in das Feld da rein. Aber Leute, wie ihr seht, geht es hier noch um einiges weiter. Nein, das sind nicht abschrecken. Nicht abschrecken lassen, Doki. Nur noch ein kleines Stückchen. Sorry, dass ich das gerade übersprungen habe, ein bisschen. Da kam mein, typisches Gamer-Verhalten wieder durch. Oh, Herzchen, ey. Oh, danke. Oh. Doch, ne. Okay, es gibt doch Karte und Kompass. Wusste ich's doch. Aua, aua. Oh Gott, Leute, einmal kurz eine Pause. Sorry, Leute, kurze Unterbrechung. Noch 3 Minuten haben wir. Oh, das war elegant gelöst. Okay. Noch eine Mumie. Okay. Aber die Mumien zu besiegen, finde ich um einiges geiler als diese ätzende... Warum liegt da einer auf den Stacheln? Ein Totenkopf. Totenkopf. Ja. Die Mumien zu besiegen, finde ich um einiges geiler als diese ätzenden Skelette. Weil die Skelette hüpfen immer so hin und her. So ätzend. So, mussten wir hier überhaupt... Ne, ich bin sonst immer unten, glaube ich, lang gegangen. Ich glaube, ich komme hier... Aua, aua. Okay, aua. Akzeptiere ich. Ich fahre einfach runter. Zack. Ein kleiner Schlüssel, alles klar. War doch okay, dass wir hier lang gegangen sind. Obwohl wir später, glaube ich, eh lang gekommen wären. Ja, egal. Da könnten wir nochmal Herzen farmen, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Wir... Ich kann auch das Licht wieder wegpacken. Gehen hier lang, genau. Okay, und ich glaube, die... Kann ich die mit Pfeilen besiegen? Ja, kann ich. Oh, schön. Die gehen manchmal nämlich echt auf den Sack. So. Wir müssen uns nämlich gleich beeilen. Beziehungsweise, ja, wir müssen hier halt irgendwie durchstruggeln. Das passiert mir, glaube ich, jedes Mal. So, wir haben zwar einen Schlüssel, aber ich glaube, hier lang zu gehen ist eigentlich... eher so gewollt, als erstes. Oder? Ja, ist es. Ja, wusste ich natürlich. Zack, zack, komm. Oh, keine Herzchen. Mann, warum denn die Herzchen? Okay, das machen wir noch. Wir können übrigens jetzt in die Wirbelschirme reinspringen. Okay, mit den Bewegungen dieser explodierenden, komischen... Okay, das war knapp. Komm, 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 Link, das schaffst du. Yes. Ah, schön. Okay. Okay. So, was haben wir hier oben? Ach genau, die Tür, okay.
Mann, so. Jetzt ist die Tür nach da offen, wo wir eben runtergefallen sind. Warum die Tür da nicht offen ist, weiß ich nicht. Ah. So, ich glaube, wenn wir hier runterfallen, wäre das auch... Genau, dann kommen wir... Okay. Alles klar. Okay, das machen wir jetzt aber im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!